Juhu! Urlaub! Urlaub! Über Pfingster? Ja. Gute zwei Wochen, etwas mehr als zwei. Ich berechne die Route. Genau, er berechnet jetzt die Route. Die Route geht los. Und der Urlaub geht los. Ja, wir fahren jetzt erstmal Richtung Kempten runter, weiter an der Gründensee. Und da sind wir dann eine starke Woche am Camping Gründensee. Camping Gründensee, genau. So sieht's aus. Und dann packen wir alles zusammen. Mhm. Und dann geht's aber nicht nach Hause, sondern dann geht's zum nächsten Campingplatz. Und zwar zum Camping Tensee bei Garmisch-Partenkirchen. Und Mittenwald. Genau. Habt ihr vielleicht schon gesehen bei uns auf YouTube. Das heißt, den Campingplatz werden wir natürlich nicht mehr vorstellen, aber Camping Gründensee waren wir noch nie. Nein, den werden wir natürlich vorstellen. Genau. Und wenn ihr dazu Lust habt, uns zu folgen, dann nehmen wir euch natürlich mit. Also, bis dann. Kommt mit. Kommt mit. Ach so, halt, kommt mit, genau. Kommt mit. Bis später, ciao. Bis später, ciao. Camping Gründensee liegt im schönen Allgäu in der Nähe von Wertach und Nesselwang. Starten wir heute zuerst mit der Campingplatzführung, bevor wir dann später zu unseren Tourenvorschlägen kommen. Ihr stellt euer Wohnmobil am besten rechts bei dem Anmeldeschild ab, geht dann links um das Gebäude herum. Da kommt schon das weitere Schild zur Rezeption, ist nicht zu verfehlen. Die Treppe hoch und dann geht es auch rechts gleich ab zur Rezeption. Hier werdet ihr sehr, sehr freundlich empfangen. Zumindest wir wurden sehr freundlich empfangen. Und bei der Rezeption gibt es auch noch einen kleinen Minimarkt, wo ihr euch mit Getränke und sonstigen Kleinigkeiten für das Wohnmobil, für die tägliche Hygiene oder auch Kleinigkeiten zum Essen und zum Trinken kaufen könnt. Weiter geht's auf den Platz. Die meisten Wege sind gut befahrbar. Es gibt die ein oder andere etwas engere Stelle, aber in Summe problemlos. Und wir hatten einen traumhaften Platz in der ersten Reihe direkt am Gründensee. Das hat uns gleich auf Anhieb sehr, sehr gut gefallen. Was Moni hier andeutet? Kein Handyempfang. Zumindest kein Vodafone bis jetzt. Nein, Vodafone ist nicht. Hier seht ihr den Stellplatzplan. Wir waren ganz unten auf Platz 283 mit dem grünen Kreis. Mussten natürlich ein Stück nach oben laufen zum Sanitärbereich. Auch zur Müllentsorgung war es etwas weiter. Dafür war der Platz umso schöner. Auf dem gesamten Platz verteilt gab es diese Sicherungskästen mit Stromversorgung. Hier bei uns dieser Platz 283 und es gab auch dann die dazugehörigen Satellitenstromzapfsäulen, das heißt in unmittelbarer Nähe zum Stellplatz. Ebenfalls unten in dem Bereich zum See hin gibt es den riesengroßen Spielplatz mit einem kleinen Fußballfeld, Tischtennis, verschiedene Schaukeln. Für Familien mit Kindern ein Traum. Im Hintergrund seht ihr das Gründensee-Kiosk. Bei schönem Wetter kann man hier wunderschön draußen sitzen und auf den See schauen, etwas genießen. Aber auch im Innern sieht es wunderschön aus, zeigen wir später. Wir gehen weiter den Weg entlang Richtung Einfahrt und hier habt ihr auch einen kleinen Blick nochmal auf die Stellplätze. Oben bei der Schranke geht es links ab zu einem kleinen Wohnmobilhafen. Hier gibt es auch die Grauwasserentsorgung, haben wir jetzt nicht gefilmt, ist aber groß genug. Und ihr könnt hier auch euer
Müll entsorgen. Mülltrennung ist vorhanden. Kommen wir nun zum Sanitärgebäude 2. Das ältere Sanitärgebäude liegt unterhalb von Sanitärgebäude 1. Hier befindet sich das Duschbad für Menschen mit Behinderungen. Es gibt die Mietbäder hier, aber auch die Familienbäder. Zusätzlich noch die WCs für Mädels und für Jungs, die ihr mit einer Codekarte öffnen könnt. Moni filmt bei den Mädels, bei den Jungs sieht es ähnlich aus. Es ist alles sehr, sehr sauber und auch dieses Sanitärgebäude wurde innen neu überholt. Hinter dem Sanitärgebäude 1 befindet sich das Gebäude mit dem Wasch- und Trockenraum. Dort findet ihr genügend Waschmaschinen und Trockner bzw. auch Becken für die Handwäsche sowie Wäscheständer, Bügelbrett mit Bügeleisen, alles da. Und für 2 Euro waschen sowie für 2 Euro trocknen finden wir fair als Preis. Das haben wir auch schon teurer erlebt. Bei dem Gebäude befindet sich auch die Gasstation, wo ihr eure Gasflaschen tauschen könnt. Gaspreise sind allerdings nicht so günstig wie die Preise für den Trockner und für die Waschmaschine. Weiter in Richtung Sanitärgebäude 1 kommt ihr an der Hundedusche vorbei, wo eure Fellnasen sich freuen können, geduscht zu werden. Das Sanitärgebäude 1 ist das neuere Sanitärgebäude, sieht man sofort von außen, aber auch von innen, ganz toll gemacht, modern, sehr sauber, stellt echt was dar. Moni hat auch hier bei den Mädels gefilmt, hier der Toilettenbereich, alles sehr, sehr großzügig gehalten, sehr sauber, sehr ansprechend. Der Waschbereich strahlt einen Hauch von Luxus mit aus. Wirklich eine sehr tolle Sanitäranlage. Auch die Duschen großzügig mit Vorraum, wo man sich umkleiden kann, mit einem Waschbecken dabei. Sehr, sehr schön. Es gibt auch hier Familienduschen und einen Wickelraum. Rechts die großen Kabinen für die Familienduschen, geradeaus der Wickelraum. Es gibt auch hier eine kleine Babybadewanne, die ihr mit Wasser füllen könnt. Und damit die Kleinen nicht frieren, eine Heizung. Die Entsorgung der Chemietoilette könnt ihr ebenfalls in diesem Sanitärgebäude 1 vornehmen. Auch hier sehr gut gemacht. Ebenso der Spülraum befindet sich in dem Sanitärgebäude 1. Ebenfalls sehr, sehr großzügig gehalten mit entsprechend vielen Spülbecken. Toll. Frischwasser bekommt ihr hier an den großen Zapfsäulen oder auch auf den vielen kleinen Zapfsäulen, die auf dem Campingplatz verteilt sind. Falls ihr keinen Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt habt, könnt ihr auch in solch einem Campingfass übernachten. Es gibt Relaxzonen auf dem Campingplatz, wo ihr es euch gemütlich machen und die Seele baumeln lassen könnt. Hier seht ihr nochmal von dem Gründensee Fahrrad und Spazierweg auf den Campingplatz, wo unser Schnuffel steht. Da so viel Campingplatzführung hungrig und durstig macht, sind wir in das Restaurant Gründenglück auf dem Campingplatz eingekehrt. Auch hier wunderschön gemacht mit viel Holz, rustikal, modern, so wie es uns gefällt. Und dort haben wir natürlich etwas Leckeres gegessen und getrunken. Also können wir empfehlen. Am nächsten Tag hat es nur geregnet. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir zum Gründensee-Kiosk gegangen sind, uns es dort gemütlich gemacht haben. Und wie ihr seht, kann man das auch dort wirklich sehr gut. Haben was gegessen, eine Kleinigkeit und getrunken. Ja, und auch das Kiosk Gründensee können wir empfehlen. Soweit zu unserer Campingplatzführung. Moin, ihr Lieben. Guten Morgen, ihr Lieben. Nach einem echt
bescheidenen Tag gestern. Mit viel Rege und arschkalt. Mhm. Scheint heute die Sonne. Und da machen wir doch was heute. Und was machen wir? Eine Fahrradtour. Nein, wir fahren mit dem Fahrrad zur Alpspitzbahn. Und dann fahren wir mit der Alpspitzbahn hoch und dann wandern wir runter, gehen bei der ein oder andere Alpe vorbei, kehren ein und radeln wieder zurück. Trinke was. Und wenn ihr Lust habt, nehmen wir euch natürlich mit. Bis gleich. Alpspitzbahn. Ciao. Ciao. Die Tour zur Alpspitzbahn war easy going. Etwas über 6 Kilometer, schön am Gründensee entlang, die blaue Linie hier. Also ruckzuck waren wir dort. Und der Weg führte auch richtig toll über grüne Wiesen, durch Wälder hindurch. Hat richtig Spaß gemacht. Können wir als Tourenvorschlag auch empfehlen. Wenn ihr hier die Bilder seht, die Eindrücke mitnimmt. Also eine ganz tolle Gegend dort beim Gründensee, Nesselwang, Wertach im Allgäu, die blühenden Wiesen. Ja, und da sind wir schon an der Alpspitzbahn. Wir haben nur Tickets für die Bergfahrt genommen, da wir runterlaufen wollen. Es sind in Summe 2 Stationen, wo man hochfahren kann, bis zur Mittelstation, wo die Sommerrodelbahn losgeht, seht ihr aber gleich. Und ganz hoch bis zur Bergstation. Das Ticket haben wir gewählt. Wir sind jetzt in der Alpspitzbahn in Nesselwang. Genau. Und fahren zur Alpspitze hoch. Wunderschön heute hier. Mhm. Richtig toll. Ja, kein Vergleich zu gestern. Nein. Und dann machen wir von da oben eine Wanderung wieder runter ins Tal und kehren unterwegs ein. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Bis gleich. Bis gleich. Das ist der Alpine Coaster. Hier an der Mittelstation könnt ihr nun umsteigen in die Sommerrodelbahn oder, so wie wir es gemacht haben, weiterfahren zur Alpspitze hoch. Traumhaft. Und dann sind wir auch schon oben. Von dort aus eröffnet sich ein wunderschöner Blick hinunter ins Tal. Ihr seht links die große Bergstation und wir gehen weiter zur Capella Alpe. 15 Minuten von der Bergstation. Easy going. Die Capella Alp liegt wunderschön auf einer Anhöhe. Auch von hier aus hat man einen wirklich tollen Blick hinunter ins Tal. Es hat einen sehr schönen Biergarten mit dabei und auch die Capella Alp selbst strahlt einen richtig schönen Flair aus. Hier haben wir uns Zeit gelassen, haben gemütlich etwas gegessen und getrunken und sind schon eine Weile geblieben, um die tolle Aussicht zu genießen. Zurück ging es 3,5 Kilometer über die Wasserfälle ins Tal hinunter, 450 Höhenmeter. Ein richtig schöner Weg, aber man muss trittsicher sein. Kopf! Weiter geht's. Und die anderen kommen auch alle mit. Weiter geht's. Check. Wir lieben einfach solche Wege über Wurzel, Stein, Stufen. Unterwegs wird man immer wieder von einem solchen tollen Ausblick belohnt oder einfach an einer Kapelle vorbei. Wieder durch grüne Wiesen der Wanderweg, ein Aussiedlerhof. Richtig schön. Und dann kommen die Wasserfälle. Traumhaft. Macht einfach nur Spaß, dieser Weg. Wenn ihr trittsicher seid,
dann empfehlen wir euch, wenn ihr bei der Capella Alpe seid und zurück ins Tal wollt, geht über die Wasserfälle. Wunderschön. Ein Traum. Und es dauert auch nicht lange, dann ist man auch wieder im Tal unten bei der Bahn und kann sich dann nochmal stärken. Mausi? Mir hat er heute saublöde Idee. Premiere. Ein chinesisches Gericht. Rindfleisch mit Reisnudeln. Und so sah unser chinesisches Gericht dann fertig aus. Gerade noch alles rechtzeitig, bevor der Hagel einsetzte und der Regen kam. Kann aber auch gemütlich sein. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Gestern waren wir in Nesselwang. Das war richtig schön. Halbspitzbahn. Und heute geht's nach Pfronten. Und da fahren wir auch mit der Bahn hoch und schauen uns dort mal um und werden wahrscheinlich wieder runterlaufen. Genau. Stand jetzt. Aber und bei uns weiß man ja nie. Nee. Und die Wetterfrösche haben für heute, zumindest auf der Wetter-App, strahlend blauer Himmel mit Sonnenschein vorausgesagt. Wo auch immer der ist. Also hier ist er nicht. Schauen wir mal, ob wir ihn in Pfronten finden. Gucken wir mal. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Bis dann. Ciao. Auch hier wieder eine Easy-Going-Tour vom Camping Gründensee, am Gründensee entlang, wie gestern auch, über Nesselwang. Weiter bis nach Pfronten, 17 Kilometer. Schöne Fahrradwege, muss man hier ohnehin sagen. Das machen die im Allgäu richtig, richtig gut. Seht ihr ja hier, wie man quasi auf den Fahrradwegen oder kleinen Landwirtschaftswegen durch die Täler über die Wiesen fährt. Und ruckzuck waren wir bei der Breitenbergbahn. Dieses Mal haben wir uns entschieden, es etwas leichter anzugehen und haben uns tatsächlich eine Berg- und Talfahrkarte gekauft. Und? Gehen wir jetzt da aber hin? Du sagst immer Obstlerhütte. Die heißt aber Ostlerhütte. So. Obstlerhütte kann ich mir besser merken. Genau, das ist was zu trinken, das ist immer gut. Genau. Auch hier haben wir Tickets für beide Stationen gekauft. Das heißt, hier an der Breitenbergbahn, Bergstation, ging es weiter an dem Berggasthof vorbei zur Hochalbahn, Sessellift, ganz hinauf. Jetzt fahren wir den Sessel hoch, nachdem wir in der Gondel gefahren sind. Und dann geht es zur Obstlerhütte. Ostlerhütte, Schatzi. Ach, Obstlerhütte, sag ich doch. Ja, genau. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. Dieser Sessellift lief so ruhig und langsam mit dem tollen Blick. Das war Entschleunigung pur. Weiter ging es von der Bergstation zur Ostlerhütte. Der Weg war nicht mal so lang, eine halbe Stunde, aber hat sich ständig gut nach oben gezogen. Das muss man schon sagen. Von dem her gesehen waren wir froh, als wir oben waren. Die Hütte ganz toll, als wir dahin gelaufen sind. Leider haben die Wetterfrösche mal wieder nicht recht gehabt mit ihrem strahlenblauen Himmel. So war die Sicht von oben etwas eingetrübt. Deswegen kommen wir auf jeden Fall nochmal her, wenn das Wetter besser ist, wenn wir mal wieder in der Gegend sind, da der Blick von hier oben, wenn es klar ist, wirklich traumhaft sein muss. Wir sind dann in die Hütte eingekehrt. Die war sehr schön von innen gemacht. Wir haben uns ein Bier und ein Obstler gegönnt und sind dann mit dem Sessellift wieder nach unten gefahren und haben dabei beschlossen, dass wir in das Bergrestaurant noch reingehen und uns das mal anschauen. Hier haben wir uns dann auch mit einer deftigen Suppe gestärkt. Die hat richtig gut getan und war auch sehr lecker.
Danach ging es wieder runter ins Tal mit der Gondel und abends ein richtig schönes ausgedehntes Vesper am Schnuffel. Tag 3 für eine Tagestour. Guten Morgen, ihr Lieben, genau. Heute machen wir eine Alpetour, das heißt vom Gründensee geht's los, dann geht's weiter Richtung Werthach und zu unterer Bichleralpe. Die zweite Alpe weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Die dritte heißt Mooshütte, das weiß ich dann wieder. Genau. Aber ist alles in Komoot gespeichert und wir fahren nach Komoot. Genau. In Summe 25 Kilometer. Ist machbar, easy going. Ja, ein bisschen berghoch, aber ja. Ja, 350 Höhenmeter in Summe. Aber ich denke, das wird gut machbar sein. Und zum Schluss landen wir wieder hier. Hoffe ich. Das schaffen wir schon, Schatzele. Das schaffen wir, genau. Genau. Und ihr? Seid natürlich dabei. Bis dann. Bis dann. Ciao, 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 ciao. Tatsächlich hatten wir dann an dem Tag zwei Alpen angefahren, die untere Bichleralpe und die Alpe Metzeberg. In Summe 22 Kilometer, 350 Höhenmeter, war wirklich schön zu fahren. Und auch diese Tour wieder wunderschön durch herrliche grüne Wiesen, durch Waldwege und anspruchsvolle Wege. Abenteuerlicher Weg. Ja. Würde ich sagen, oder? Aber sowas von. Geschafft was. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wirklich. Ja. Aber auch dafür ein wunderbarer Blick auf die Alpe. Genau. Und da kehren wir jetzt ein. Aber sowas von. Die untere Bichleralpe hat uns sehr, sehr gut gefallen. Lag ganz traumhaft auf einer Anhöhe mit grünen Wiesen drumherum, Kühen. Also mit dem strahlenblauen Himmel und den Tieren hier. Ein wirklich tolles Ausflugsziel. Und nicht nur diese Kuh gab es hier, es gab auch diese Kuh hier aus der Milch von der Kuh und eine richtig herzhafte Jause. Es war so toll hier, dass wir schon ein Weilchen geblieben, bevor wir weitergefahren sind. Die Weiterfahrt zur Metzebergalpe gestaltete sich sehr einfach. Ja, einfach nur runterrollen lassen. Und nur noch das kleine letzte Stückchen etwas bergauf und schon waren wir da. Alpe Metzeberg. Auch wunderschön. Hat uns sehr gut gefallen da. Wir hatten einen tollen Platz mit einer super tollen, schönen Aussicht. Wir haben das so genossen hier, dass wir auch hier ein Weilchen geblieben sind, bevor es zurück zum Schnuffel ging. Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Die Hälfte von unserem Pfingsturlaub ist schon rum. Ja, jetzt geht's weiter. Zum Tense. Ja, den kennen wir ja und den kennt ihr schon, wenn ihr uns folgt. Genau. Jetzt waren wir 8 Tage am Gründensee. Ich muss sagen, war wunderschön der Platz. Der Platz war wunderschön, direkt am See unten mit Blick auf den See. Das war wirklich toll. Internet hat man da unten halt keins. Selbst mit unserer 5G-Router oben auf dem Dach. Also der Router ist im Wohnmobil. Also mit unserer 5G-Antenne oben auf dem Dach und dem Router im Wohnmobil. So, Schatzi, so richtig? Perfekt. Danke. Ich übe. Selbst mit der hatten wir kein Internet. Also auch Handyempfang. Null. Also wirklich null. Das hatte ich so noch nie erlebt. Also wirklich null. Na. Der an der Rezeption hat meinen Katz, ja, oben bei der Rezeption, aber wenn man weiter oben steht, dann hat man mehr Internet und je weiter, dass man nach unten kommt. Und zum See kommt, genau, umso mehr Urlaub hat man. Er muss ja was sagen, hat er gemeint. War genau. Goldig. Also, armes Deutschland, muss ich echt sagen, Internetversorgung, immer noch Katastrophe. Gut, aber der Campingplatz selber, wirklich toll. Die Sanitäranlagen, ganz
neu gemacht. Ja, super sauber. Super gut, sauber. Wenn man so weit unten steht, hat man ein bisschen weiter zum Sanitäranlagen. Ja, aber ja, ist machbar. Ist machbar auf jeden Fall. Man kann von hier aus wirklich, wirklich schöne Touren machen. Vor allem Dinge mit E-Bikes war man gut unterwegs, habt ihr ja gesehen. Von dem her gesehen hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und die Campingplatzführung. Falls ja, freuen uns über einen Daumen nach oben. Likes natürlich, Kommentare, Abo dalassen. Sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.